My Friends, herzlich willkommen zu einem wundervollen, wunderschönen, hammermäßigen, atemberaubenden und insgesamt dem 68. Tag unserer NGU to Glory mit eurem Mr. Never Give Up, Mirza Miyagi. Ja, hey, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt zur Mirza Primetime um 21 Uhr, My Friends, und einem richtig spannenden, kleinen, aber feinen Pack-Opening am Stissel. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Heute das Pack-Opening leider ohne die einzigartige und powerful Verstärkung von Sarah. Sarah lässt sich entschuldigen. Sie kann heute leider nicht mit am Start sein, Leute. Wir sind auf uns gestellt. Sie hat uns the Spirit and the Energy geschickt für CR7. Aber heute werden wir den alleine ziehen müssen, my friends. Leute, ich möchte eins sagen, das habe ich bisher immer gesagt, weil es die Wahrheit ist. Ich habe in meiner FIFA Ultimate Team Karriere noch nie Cristiano Ronaldo de Santos Aveiro gezogen. Noch nie. Kein roter Player Pick, kein normal. Ich habe 12.000 Euro in den letzten 3 Jahren investiert in dieses Spiel, habe Packs aufgemacht wie kein zweiter. Ich habe noch nie in meiner Karriere, in Ultimate Team, sowohl Pay-to-Win, also vor allem Pay-to-Win, Cristiano Ronaldo gezogen. Jetzt sind wir bei NGU to Glory. Wir investieren keinen einzigen Cent. Und ich habe dieses Gefühl, dass dieses Streak enden wird, my friends. Und jetzt gehen wir rein. Gehen wir rein, Leute. Erstes Player-Pick ist am Start. Und wir ziehen, ja, Suchek, Leibold. Das ist natürlich nicht so mega. Okay, gut, das heißt doch gar nichts. Nehmen wir Suchek mit. Okay, Spielerwahlobjekt Numero dos, my friends. Let's go, guys. Let's go. Jetzt kommt ein Prime Sub, der begleitet uns mit. Der begleitet uns mit. Und es ist, nein, der Legend. Wer denn, wenn nicht der Legend? Aber er ist nicht so schlecht, ne? Aspas, der Legend. Ich meine, wir haben in jedem Jahr immer wieder Aspas gezogen. Okay, nee, der ist auch SBC-Futter. Sonst gar nichts. Aspas kommt jedes Jahr, Leute. Er begleitet uns jedes Jahr. Wirklich. Nehmen wir einfach hier auf entspannt. Aspas ist okay. 87. Ich meine, kann man bestimmt mal vernünftig verwenden. Das Beste kommt zum Schluss. Das ist wahr. R3-Pack geht wie? Ich mach auf. Ah ja, ich mach hier dunkel. Ne? Okay, können wir machen. Ich mach dunkel und drücke R3 und dann wechseln wir immer mit R2. Ne? Okay, machen wir das so. Probieren wir es. Probieren wir es, Leute. Warum nicht? Jetzt machen wir auf. Erster ist... ja, gut. Ja. Aller guten Dinge sind 3 bei dem Kollegen. Ne? Leibold, der will einfach nicht weg. Der ist hartnäckig. Der ist NGU, guys. Der ist wirklich NGU. Jedes Mal war der am Start, hat sich in die Top 5 gekämpft und wird einfach wild dabei sein. Aber ich habe irgendein... Also mein Gefühl ist jetzt nicht top, weil man kennt das ja. Die krassen Packs kommen eigentlich, also die krassen Spieler kommen eigentlich immer mit stabilen anderen Spielern. Ne? Wenn jetzt schon Leibold kommt, ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass dann auf einmal CR7 da ist. Ne? Man kennt ja schon irgendwie dieses Geskripte, ne, bei den Packs. Aber schauen wir mal, positiv denken, das muss nicht heißen. Das zweite ist... Ach du... Oh je... Also wenn sich hier noch ein Hochkaräter entpuppt, dann weiß ich auch nicht, ne? Come on, Ronaldo. Come on. Oh mein Gott. Oh. What is happening here? Please. Da ist der Portugiese. Da ist der Portugiese, Leute. Junge. Der falsche Portugiese. Gut, einmal noch, Leute. Ein letztes Mal noch. Oh mein Gott, nee. Mann, Mann, Mann. Also ohne Scheiß, alle roten Player-Picks, die krassen, hat immer Sarah gezogen. Sarah ist nicht hier und wir ziehen lauter Scheiße. 86-Plus-Pack. Ich kann 86-Plus-Pack machen. Tatsächlich kann ich das, ja. Ich kann tatsächlich das 86. Ihr sagt so häufig, mir ist das 86-Plus. Wisst ihr, das machen wir jetzt einfach. So, und jetzt machen wir auf in 3, 2, 1, zack! Henderson. Henderson, na super, das ist ja mal ein Wahnsinn. Henderson,
Okay. Ja, wow. Zweiter ist der hier. Oh mein Gott, im Leben des Himmels. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Ich hab's verschrien. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab Rashford doppelt. Nein. Junge. Oh mein Gott. Schon lucky für jeden anderen. Ja, ich gönne euch doch. Ich gönne euch doch. Tausendmal mehr diesen Rashford. Wer auch immer den zieht, ich gönne euch den. Was soll ich mit zwei Rashfords? Oh, wisst ihr, das ist Next Level. EA trollt mich Next Level. So wie letztes Jahr, wo ich Messi, Team of the Season, zweimal in Rot hatte. Wer erinnert sich? Das ist so ein Next Level Troll. So, schauen wir mal, wer noch kommt. Aber Rashford ist jetzt schon da. Ich glaube, ein dritter Krasser wird nicht dabei sein. Ne? Weil jetzt ist schon ein Krasser dabei. Was willst du denn sonst noch erwarten? Okay, 3, 2, 1. Das ist doch okay, oder? 86er Depay geht schlechter. Ja, ist ja nichts Geiles, aber ist okay, oder? Was zur Hölle, ey. Wann sieht man das schon mal? Wann sieht man das schon mal? Ganz ehrlich, bereits in Besitz. Gut, Depay, ne? Premium Team der Woche Set Numero Uno. Mach mal auf in 3, 2, 1, let's go, Digga! So, die Frage ist, ist es erstmal ein Walkout? Es ist ein Walkout! Es ist ein Walkout! Welches Walkout? Oh! Oh! Ey, Lukaku! Lukaku, my friends! Sagt mir, dass der was wert ist! Sagt mir, dass der was wert ist! 60k? 60k. Hey, nehmen wir mit. Wir brauchen ja nur ein bisschen was, ne? Sehr schön. Top. Es ist kein Ronaldo, weil der wartet beim zweiten Pack natürlich. Ronaldo, please. We believe in you. We believe in the power of three. Wir öffnen das Premium Team der Woche Set. Nicht irgendwann, sondern, my friends, in 3, 2, 1. Please. Please. Oh, es ist ein Walkout. Es ist ein Walkout. Portugal. 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 Ah! 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 Und wieder. Und wieder kein Ronaldo.